Wir befinden uns heute im Mineralogischen Museum der Universität Bonn. Wir haben hier ein neues Kinderprogramm, was wir für Grundschulkinder und für Vorschulkinder anbieten wollen. Dieses Kinderprogramm bereitet die neue Sonderausstellung, die gerade läuft, für Kinder auf. Also das ist museumspädagogisch und didaktisch aufbereitet, sodass die Kinder hier mit viel Spaß, Freude und auch Interesse, denke ich, diese Ausstellung für sich entdecken können. Wir machen ganz viele Experimente. Wir gucken uns an, wie Gold, Seifen, Lagerstätten entstehen, was da passiert. Wir beantworten die Frage, warum es zum Beispiel im Rhein Gold gibt. Jetzt will ich auch mal ganz kurz, Felix. Und ansonsten wird geguckt, wo stecken Minerale drin? Oh, Eisen. Genau. Im Puder, im Nagellack, im Lippenstift, aber auch zum Beispiel im Brötchen. Überall sind Minerale. Und das ist den meisten Menschen nicht unbedingt bewusst. Das ist ein ganz großes Thema hier in der Ausstellung. Und das ist auch ein ganz großes Thema für Kinder, weil das ist genau der Alltagsbezug, den die dann haben. Die interessiert nicht, wie das Mineral heißt. Die interessiert eher, reagiert es mit Säure? Ist es magnetisch? Was für eine Farbe hat es, wenn ich es an meinen Händen abreibe? Das sind so die Fragen, die Kinder dann eher bewegen. Und so haben wir das aufbereitet. Das Kinderprogramm richtet sich eben an Gruppen aus Kindertagesstätten und Grundschulen, die dann hier gerne ins Museum kommen können und dieses Programm buchen können. Individuell kann man sich für unser Sommerferienprogramm anmelden, das heißt Schneckenhaus und Löwenzahn. Es geht um noch viel mehr als nur um Erze oder Lagerstätten. Es geht auch darum, wo Minerale noch so stecken, zum Beispiel eben im Löwenzahn oder im Schneckenhaus. Die Eltern können sich auf unserer Homepage vom Mineralogischen Museum Uni Bonn informieren und finden dort Telefonnummern, sie finden eine E-Mail-Adresse, an die sie sich wenden können. Das heißt, das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um weitere Informationen über unser Museum zu erhalten.